Lässt einen Ölfilm auf dem Film. Auf dem Film? Nein, nochmal. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebrauchvideo für den Monat Oktober. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Hey ho, der Müll muss raus. Deshalb gibt's ein Aufgebrauch. Starten wir mit Lavalie. Dieses Öl ist ganz schön mies, denn das Armut geht zwar ab, aber nicht für meine Haut gedacht. Letzten Öfen auf dem Gesicht, auch mit Wasser geht es nicht. Unter alles so geschmiert, deshalb wird es aussortiert. Schöne Haare hin oder her, gute Pflege brauch ich mehr. Langhaar-Mädchen riecht zwar gut, ist jedoch kein Superfood. Für meine Haare viel zu wenig, nachgekauft wird also ähnlich. Weiter geht's mit Evil Beauty, davon werde ich auch kein Groupie. Reinigt gut und ist vegan, doch die Haut fühlt sich trotzdem an. Brauche danach ganz viel Pflege, Liebe, Zärtlichkeit und Hege. Liebe, Zärtlichkeit und Hege. Gesichtswasser von DM Balea, viel gemacht und jetzt ist leer. Sehr erfrischend war der Duft, überhaupt nicht das Geschmuck, sondern leicht dezent und blumig, so wie ich mag einfach und schlicht. Leute, ich zeige euch eine Creme, die ist schwarz und für die Zähne. Soll angeblich weitermachen, doch darüber muss ich lachen. Ungewohnt schmeckt es im Nachgang, für mich also kein guter Fang. Jetzt für mich eine Premiere, Tuchmaske mit Tonerde. Hab sie aufs Gesicht gelegt, ohne dass sie Tropfen lässt. Riecht sehr gut und hilft gegen Pickel. Ein ganz toller Schlammartikel. Sorry für die schlechten Reime, aber ich bin eben keine talentierte Dichterin. Doch die Verse machen Sinn. Hat dir dieses Video gefallen? Dann lass mal den Daumen nach oben knallen. Ich würde mich über ein Abo freuen. Ich glaube, du wirst es nicht bereuen.